Hallöchen, YouTube, da quatscht wieder einer, er soll sich irgendwen im Schlummer holen. Leck mich mit dem Schlummer an Popo. Sehr gut, Zaira. Zack! Falscher Zauber! Da. Warum? Hab ich einfach mal das Falsche. Alter! Profi. Profi, Profi, Profi. Wo ihr Frosthauch wollte ich doch. So, du bist aber auf den Favos. Warum zur Hölle? Da ist er. Das könnte mein Verhängnis werden. Kalia? Was geht denn? Bin verwirrt. Ach scheiße, das ist ja Frostwind. Ich hab Frosthauch und Frostwind verwechselt. Ich alter Kacknoob. Wobei, die können wir mal auf den Favos lassen. Ich hab mich so gefreut. Party hart! Fokus, Kalia. Fokus. Kalia hat geregelt. Das war's. Gallius hat mir bei der Vorbereitung für die Prüfung geholfen. Entschuldigung. So zu enden hat er nicht verdient. Wir müssen dem Großmeister von dem hier erzählen, wenn wir das Schloss von Dalgalá durchsucht haben. Das werden wir auf jeden Fall tun, Kalia. Das werden wir auf jeden Fall tun. Topf eines alten Volkes. Nein. Ich möchte keine Töpfe von irgendwelchen alten Völkern. Wer weiß, was die damit gemacht haben. Ich lasse die Zauber nochmal draußen. Kein Plan, wer oder was uns hier noch begegnen könnte. Malatrank, Genesungstrank, Morgenlufttrank und ein Minenschlüssel. Und eine Lehrlingstruhe. Ah. Ja. Zack, alles her. Alles zu'n Papa. Ach, Kalia. Ich weiß, es ist arschkalt hier drin. Diadem des Limbus. Psioni kostet 20% weniger Mana. Entropie-Robe. Entropie-Zauber. Diese zerbrochenen Seelensteine. Ich gehe einfach davon aus, dass wir die echt nur verkaufen können. Weil die halt einen mega hohen Wert haben. Ich glaube nicht, dass wir die einfach wieder zusammenpuzzeln können und dann ist gut. Ich glaube das einfach nicht. Es ist nicht einfach nur eine Mod, es ist eine Total Conversion von Skyrim. Es ist nicht nur eine einfache Mod. Es ist besser. Es ist die Mutter aller Mods. Was ist ein Licht denn da drin? Was liegt denn da drin? Ambrosia, oh du süßes Ambrosia. Was sind dette? Assassinenharnisch der Verborgenheit. Gepäer kostet bestimmt viel. Können wir bestimmt gut zu Groschen machen. Und eine Schatulle. Die wir uns natürlich auch... Oh. Oh, das war ein Glückstreffer. Magieerfüllter Ring. Erhöht Mana um 7. Was tragen wir denn aktuell? Ach ja, wir haben ja den Mana regeneriert schneller. Plus Set-Bonus. Das behalten wir natürlich. Es ist wieder diese, ich weiß nicht, psychedelische Musik.
Die macht mich fertig. So, raus hier. Die Special Edition von Skyrim soll wohl wesentlich, also auf dem PC, wesentlich performanter sein als die Standardversion. Grafisch natürlich auch ein Stück weit besser, sonst wäre es ja ein bisschen kacke. Aber halt auch wesentlich, wesentlich performanter. Wesentlich, also nicht so lag-anfällig. Halt einfach stabiler. Halt einfach ein bisschen stabiler. Der hat jetzt Stifte von Stabilo, deswegen wird das besser. Jo, dann ist ja nicht mehr weit zum Schloss. Sollten wir in der Folge lässig noch schaffen. Erstmal möchte ich zu dem Häuschen da oben, glaube ich, hin. Ist das ein Dorf? Da steht doch so ein Feuerelementar-Gedöns-Dings. Geringse, Dingse, Brumse. Das wird lustig. Ich weiß, dass die Schaden machen wie Hölle. Oh, hier haben wir viel, glaube ich, zum Erkunden in diesem Dörflein. Piu! Feinde, mach dich bereit. Piu! Ich bin bereit, Kalia. Bereiter könnt... Oh. Wie ich einfach nicht dran denke, dass die noch explodieren. Kalia, bin ich denn ein bisschen kacke? Jetzt essen wir mal wieder einen Happen. Wovon haben wir denn viel? Wir haben immer noch relativ viel Lachs. Kümmerrattenfleisch, ja, das ist natürlich auch voll für ein Poppes. Wir haben noch so viel Käse. Hier so ein Käsestück. Komm, dieses alte, bäh. Dieser alte Blauschimmelkäse, rinn in den Kopf. Kann nur besser werden. Ich habe gerade Zeit und Lust zum Zocken. Suki, so zocke sie. Wenn sie Zeit und Lust hat. Warum hast du Zeit zum Zocken? Du guckst Stream. Hallo? Was sind wir denn hier? So, Feuersalze. Das war natürlich ein Spaß, liebe Kinder. Ist doch bestimmt alles Entropisten verseucht hier. Nordwind. Einst eine der wichtigsten Kolonien des Landes, jetzt eine Ruine. Am Ende ist doch alles vergänglich. Ich... Warte. Siehst du das? Was denn? Kalia, was ist? Noch warm. Das heißt, jemand anderes ist vor kurzem auch hier gewesen. Jäger vielleicht? Vielleicht. Lass uns einfach vorsichtig sein. Das Schloss ist gleich dort oben. Ja? Nee, die Baupläne müssen wir nicht essen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die müssen wir einfach nur besitzen. Um entsprechend eben die Dinge bauen zu können. Hier geht's gar nicht rein. So eine offensichtliche Tür. Okay, das heißt, wir müssen offensichtlich erstmal in irgendeiner Form dieses Dorf hier von was oder wem auch immer befreien. Zum Beispiel von Feuerelementarinos. Da. Go, Ingo, go. Go, Ingo, go. Da, 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 da. Kalia regelt ziemlich gut, ne? Hier hinten ist doch bestimmt der Ober-Entropie-Mods unterwegs. Hui, fuh. Feinde, mach dich bereit. Alter, der Feuerelementar kann ja, die können ja gar nichts ab. Oder ist Ingo so strong? Wir haben doch ein Buch bekommen, ne? Fällt mir gerade so ein.
sogar, war sogar ein Expertenbuch, oder? Bis 75. Ach, Verzauberung. Schade. Schade. Hier gibt's nur Feuersalze. Only Feuersalz. Na gut. Gucken wir mal, wofür wir das später noch gebrauchen können. Wahrscheinlich für Tränke etc. Eine Workbench und ein Schärfstein. Wollen wir mal gucken? Ne, hier bin ich ja total falsch. Ich brauche so ein Gerbgerät. Hallo, gib mir dein Feuersalz. Ich habe mich gerade voll erschreckt. Vor diesen Vogelscheuchen. Oh. Minenlager. Was bist du? Ich will mich aber jetzt erstmal, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber erstmal ein bisschen genauer hier in Nordwind umgucken, ob wir vielleicht noch in irgendein Gebäude reinkommen. Großer Rucksack. Oh. Sterningsfeil, Gemälde, die können wir verkaufen. Alter, ein Bauplan für einen großen Rucksack. Kann ich jetzt eigentlich nachgucken, was ich dafür brauche? Ich kann ihn benutzen. Geräumiger Rucksack. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Ja gut, ich will ja auch nicht ausrüsten. Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe irgendwie überhaupt keinen Bock, mich... Die sehen auch geil aus, wenn sie tot sind. Ohne Witz. Ich habe irgendwie nicht so wirklich die Lust, mich mit Verzauberung und Schmieden etc. auseinanderzusetzen. Ich möchte eigentlich viel lieber einfach nur spielen, die Geschichte genießen, die Quests genießen und überhaupt das Spiel genießen. Ich weiß, also eigentlich schmiede ich ja relativ gerne in solchen Spielen, die das auch so hergeben. Also nicht so exzessiv, aber ich gehe doch schon mal ein bisschen tiefer, als nur die Oberfläche anzukratzen. Nemesis-Schuhe. Nemesis, Nemesis, Nemesis. Sagt mir doch irgendwas. Mentalismus-Magie. Elementarzauber. Und Mana. Ja. Wir nutzen ja so ein bisschen die Schilde. Also, husch und fump. Danke fürs Folgen. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das Set, die Kombination der zwei Magiearten schon recht nützlich sein kann. Aber ich hätte eigentlich lieber ein Rüstzeug. Wir haben doch in einem der letzten Dungeons irgendwas gefunden. War das nicht sogar Elementar und Psionik? War nicht was? Ich glaube, da war was. Scheiße. Wir lassen mal so ein olles Silberschwert fallen und müssen dann erstmal irgendwo irgendwie verkaufen. Das ist schade. Da habe ich nämlich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Sieht hier natürlich auch nicht danach aus, als würde es hier einen Händler geben. Klar, wir können jetzt zurück nach Ark. Ohne Probleme. Ja und gut, und dann einfach wieder zur Nebelwindwacht. Dann müssen wir den Weg halt nochmal laufen, aber der ist ja nicht allzu lang. Aber anders geht das im Moment nicht. Das heißt, restliche Folge wird Krempel verkauft. Ne, nicht markieren. Heimkehr. Oder wie auch immer das heißt. Rückkehr.
Jetzt der tragbare Dremora-Händler aus Skyrim. Das wäre natürlich übelst Porno, das stimmt. Achso, wir hätten auch einfach zur Taverne gehen können und verkaufen können. Na gut, jetzt sind wir halt in Ark. Ja, ich könnte erst markieren und mit einer Rolle nach Ark zurück. Das hätte ich machen können. Dann hätte ich aber irgendwann wieder nach Ark zurücklaufen müssen. Oder halt nochmal mit einer Rolle nach Ark zurück und dann hier wieder markieren. Weil ich finde diesen Rückkehrpunkt zu unserem Haus schon ziemlich geil, muss ich sagen. Den würde ich da halt ungern ungern wegmachen. Wegmachen ist so ein doofes Wort. Die ganzen Erze können da rein, die Einzelteile können da rein. Sollten wir da nicht mittlerweile schon zwei von haben? Ah ne, den einen sind wir den einen noch losgeworden beim letzten Mal? Wir hatten auch noch so ein Ding. Noch so eins Gerät. Oh, die Wasseratmung können wir gleich mal lernen. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Salz behalten wir, nichts weg. Moment, ich bin noch nicht fertig. Den Set-Gegenstand, beziehungsweise die Set-Gegenstände. Das war ja nur der eine, ne? Das waren nur die Nemesis-Schuhe, oder? Täusche ich mich da? Gut, dann können wir kurz gucken, was wir noch entzaubern können. Der übliche Ablauf, das übliche Prozedere. Die Entropie-Robe tatsächlich. Okay. Und die Robe der inneren Flamme, die haben wir immer noch an. Kluck. Ach komm, ich jetzt fast geschafft. Können wir eigentlich verkaufen oder ist mitten in der Nacht? Irgendwann werde ich mal Abenteurer. Und dann kriege ich einen Pfeil ins Knie. Malfas zum Gro. Aber immer doch. So, bei dir können wir erstmal wieder jede Menge Krempel verkaufen. Die beiden Runenbögen, die beiden Silberschwerter, das Schwert. Auf Erstehungsstab. Stab des Feuerballs, Stahlpfeil und Sternlingspfeile. Wow. Wir haben sie alle. Schreitet wir haben sie leer. Obst. Frisches Obst. Hallo, Elomund. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt. Ich finde ihn immer noch. Selbst. Ich finde ihn immer noch super. Kommt wieder. Wo war denn unser Händler? Im Adelsviertel, ne? Der alles kauft. Der Crap-Händler quasi. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Ach, Ingo, du altes Konditionswunder. Ist jetzt das erste Mal, dass uns während einer Tour durch Enderal das Inventar vollgelaufen ist. Das ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass ich mir nicht genug Dinge angucke.
Du hast gerade einen Stab zum Nulltarif verscherbelt. Hab ich das? Dann hätte es mir das Spiel doch gesagt. Oder habe ich es weggeklickt? Ich meine, mein Gott. Ist ja nicht so, als bräuchten wir das Geld. Wegelose. Wer seid ihr? Das geht gar nicht an. Gabor Gabov. Guten Tag, mein Freund. Hallo. Zeig doch mal. Aber sicher doch. So. Erstmal die File Wars. Ach ja, mit dem Zeug können wir aber auch mal zum Rüstungsschmied gehen. Ich will hier ehrlich gesagt erstmal dieses ganze Trankedöns loswerden. So, ich glaube Mana-Flusstränke. Naja, komm, behalten wir mal. Rolle der Wohltat, geh weg. Oh, Schlüsselrolle, weg. Essen, das behalte ich alles mal. Wobei das auch immer und immer mehr wiegt. Vor allem diese ganzen Weine. Pass auf, wir verkaufen mal die beiden und den. Dann haben wir nur noch ein Stack. Wir müssen einfach auch mal wieder gucken, ob wir was kochen können. Um hier mal ein bisschen auszudünnen. Wasseratmung wollte ich noch lernen. Du kannst auch mal weg. So, und dann... Du hast immer noch 1000 Gold. Alter, du bist ganz schön reich, Junge. Du bist ganz schön reich. Dann geht das noch weg. Und das noch weg. Wir haben 5000 Groschen. Das hat sich doch voll gelohnt. So. Dann einmal bitte Buch lesen. Wasseratmung für 60 Sekunden. Das kann definitiv nichts schaden. Nicht wahr? Demnächst. So. Jetzt hauen wir jetzt alles auf den Kopf. Pass auf, wir machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und kaufen in der nächsten Folge ein paar Bücher und alles Mögliche. Und hast du nicht gesehen. Und machen uns ganz stark. Bis hier sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.